Und damit willkommen zur zweiten Partie von Stronghold Legends. Diesmal, also wieder mit Evie. Und diesmal gegen, ja, mit Evie, gegen Evie. Ihr wisst schon. Sag einfach irgendwas, unterbreche diese peinliche Situation. Noch nicht so. Aber ja, wir haben uns ausgesucht, hier mal die gefrorene Küste. Ist ganz lustig, ich bin unten, also ganz unten links. Evie ist ganz auf der anderen Seite. Und zwischen uns... so tief gesunken. Ich habe mich mal beim Niveau hingesetzt, so in etwa. So bei meinem gängigen Witzeniveau, so ziemlich... So in etwa auf dieser Linie habe ich mich positioniert. Weiter runter ging leider nicht. Musst du den Vlad unbedingt neben mir parken? Stimmt, das ist halt das Problem, wenn man zwei verschiedene nimmt. Bei Vlad ist nerviger. Wir können auch zweimal Vlad nehmen oder Vlad weglassen. Was ich so doof finde, ist, der Vlad ist so nah an mein Gebiet ran bei dieser schmalen Landschaft. Dann machen wir einfach zweimal Mordwill zwischen rein, oder damit es auch wenigstens gleich ist und fair ist. Das wäre eine Idee, aber ja, wir haben auf jeden Fall zwei böse Charaktere zwischendrin, die einfach jetzt so ein Puffer sind und uns vielleicht auf den Sack gehen. Aber ja, am Ende wird es dann darauf hinauslaufen, dass wir uns dann gegenseitig auf den Kopf hauen. Magst du das Purpur, kann das sein? Hab ich mich jetzt irgendwie mit eingespielt. Ich bin gerade überlegen, ob ich was anderes nehme, aber ich bleib dabei. Oh, ist cool. Optionen Standard lassen? Ja, oder haut hin. Ja, hat ja gut funktioniert. Ich frag mich echt, wie musste das mit man den jetzt Rängen nicht ist. So ich wusste echt nicht, dass es hier Ränge gibt. Das ist nämlich ziemlich lustig. Man kann ja tatsächlich feste Ränge einstellen und dann gibt es verschiedene Ränge. Vom Dorftrottel bis zum... Evi und ich haben uns auch schon gefragt, wie es eigentlich sein kann. So, du bist jetzt hier Herzog und du wirst befördert zum Prinzen. Was? Wird man nicht als Prinz geboren oder so? Egal. Machen wir die Ränge aus, ist egal. Okay, dann... Geh auf bereit, dann kannst du losgehen. Boah. Okay. Böse gegen Eis. Ich sehe schon kommen. Ich werde einfach von Riesen überwältigt. Leute kommen auf die Burg. Möglich? Sind halt schon ziemlich geil. Also so ein bisschen overpowered. Also ich werde jetzt nicht spammen, aber die sind schon geile Einheiten. Die sind auch einfach super Tanks, um Truppen wegzuhalten. Machen wir es auch so. 2, 3, 4, 5. So. Viel zu lange überlegt. Ich bin es gewohnt, dass das Spiel pausiert ist, während ich überlege, wo ich Sachen verliere. Ah, denken. Nein, das konnte ich doch noch nie. Ja. Das passt da nicht hin, my lord. Komischer, ich find's aber irgendwie lustig, wie man mit Böse einfach mal als Stadtgut Getreide hat. Obwohl man damit im Prinzip nichts anfangen kann, außer es zu verkaufen. Ja, habe ich bei Eis ja dasselbe Problem. Das ist echt böse. Einfach nur hoffnungslos böse. Das passt da nicht hin, mein Lord. Wir haben es kapiert. Du bist auch ganz toll. Kriegst auch einen Lolli. Yay. Yeah. So. Einen bösen Lolli. Ja. Was habe ich mal wieder vergessen? Richtig. Was mir auch gerade so auffällt, ich fahre ja wieder voll die Schiene, die ich mir jetzt in Crusader 2 angewöhnt habe, viele Lanzenträger auszubilden. Ja, das habe ich auch irgendwie gemerkt, dass ich das mittlerweile ziemlich gerne mache. Fuck! Scheiße. Einen Kornspeicher vergessen. Steht der Kornspeicher direkt in der Nähe von Mordred, das ist doch Kotze. Warum muss Mordred hier sein? Scheiße. Oiseres. Gerade eben alles perfekt gelaufen und jetzt so ein Scheiß. So.
Irgendwie nach 2 Stunden oder so. Mein Gott, ich habe noch niemals so perfekt gespielt, aber irgendwas fehlt hier einfach. Irgendwas stimmt doch nicht. Ist ja ein richtiger Speedrun. Ach, ich habe hier auch gar nichts stehen, kein Wunder. Botze. Alles Scheißendreck. Grummel, grummel. Ah. Oh, kann ich dann jetzt wieder? Danke. Ihr seid der viertgrößte Burgherr Sire. Yay. Ich bin viertgrößter. Ich bin schlechter als der ewig kein Korn, bis jetzt kein Kornspeicher gebaut hat. Was zum Teufel? Ja. Was mache ich falsch? Das spricht Bände. Mal gucken, was machen die überhaupt alle. Achso, die Mordred scheinen die gleiche Burg zu bauen. Was machst du da? Ah, du treibst wieder Fisimatenten. Was? Warum parkst du deinen Lord nicht auf Ihr dem Dach? seid mein Gebieter, Herr. Ich meine, der ist so verflucht nochmal weit weg von allerlei Artillerie da oben. Och Mensch. Das Ding ist halt auch so groß. Und der Turm auch. Ja, das ist auch etwas, was ich ziemlich clever finde, halt. Je höher die Bergfriede sind, desto. Ja, vor allem das vom Bösen kann man ja wirklich einen Bergfried nennen. So. Ja, stimmt, weil das ja wirklich schon eher eine Art Turm ist, ja. Je höher die einfach sind, desto weniger Standfläche haben die. Und das sind dann so ein paar Momente, da hat Firefly doch cleveres Design bewiesen. Ich merke gerade. Ich bemerke gerade das Problem. In Stronghold Legends hat das Vorratslager nur einen Durchgang, nicht zwei. Jetzt habe ich das irgendwie. Jetzt habe Ja, ich das das hatte ich falsch eben auch. platziert. Jetzt laufen die einmal außen rum quasi dafür. Das hatte ich eben auch, ja. So. Ist doch alles für der Arsch. Holz kann man nicht brauchen. Und was machen die Mordwitz so? Ach stimmt, da hat er diese Burg gebaut. Ja, genau die Burg. Ja, ich erinnere mich auch so dunkel dran. Was gibt ihr mir? Die streuen aber. Ich finde es gerade interessant, dass der Mordred hier seine Baracken irgendwo draußen hinparkt. Das Stein mal schneller. Euer Befehl, Sire. Die Geschichte wartet. Boah, ich dachte gerade. Was? Diese Fledermäuse, die hier rumfliegen. So, immer, weil ich böse bin, da fliegen einfach mal so Fledermäuse rum. Ich bin zurückgekommen, hab nur Fledermäuse gesehen, dachte mir, was? Ja, das ist deine Betthöhle. Ja. Ah, das erinnere ich dran. Hast du einen Lego Batman Movie Trailer gesehen? Nee, noch nicht. Ist so geil. Bestimmt soll ein Lego Batman bald kommen. Weil, ja, bald ist gut, nächstes Jahr. Gut, für Filme ist das eigentlich schon relativ bald. Oftmals wird ja ein erster Film irgendwie angekündigt und dann heißt es in 3 Jahren. Habe ich denn jetzt? Ah, danke. Keine Ursache. Was? Oh Mann. Ja, ich Den wollte meinen ersten Waldfried Turm endlich mal soll ein stehen Tanz haben. stattfinden, Herr. Er wird der Burg viel Ehre einbringen. Ein Tanz. Alles klar. Ich vermisse aber echt die alte Geisterstimme mit seinem Brummen. Ihr seid der achtgrößte Herrscher. Wobei ich fand das auch geil vom Fick dich, Verbrechenswelle. Weil ich finde da, ich finde die Sprüche bei Crusader 2 so geil. So, ihr seid der achtgrößte Lord. Geisterstimme hat halt keinen Respekt vor dir, nicht mal Das geringsten. erste Mal, als ich das gehört habe, mit diesem achtgrößten, ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen. Das heißt, wo ich mich wegschmeißen musste, war einfach der coole Gag, den Firefly eingebaut hat, wenn man vom Kaiser getötet wird. Das Ja, das Imperium ist auch schlägt geil. zurück.
Das war einfach, ich habe mir schon bei diesen Bildern so gedacht, dass so, der sieht ja schon so nach Palpatine aus. Und dann kam da endlich mal die ultimative Bestätigung. Das Imperium schlägt zurück. Im Englischen ist es ja noch mal eindeutiger, weil im Englischen kommt es ja sogar noch besser wegen Wortwitz, weil Kaiser ist ja quasi Emperor im Englischen. Und ja, sind die Parallelen noch... Nee, es kommt vor allem deswegen besser, weil, der wurde im deutschen Star Wars auch die ganze Zeit Kaiser genannt. Der Kaiser der Kaiser. Echt? Ja, im ersten Film noch. In zwei späteren Filmen haben die, glaube ich, noch so ein bisschen mehr übergeschwankt zu anderen Worten, aber so... Wurde zu mir auch gesagt, hier der Kaiser, der Kaiser, der Kaiser. Das weiß ich gar nicht mehr, dass er wirklich Kaiser genannt wurde. Ja. Das habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Also die haben es so simultan verwendet. Genauso wurde halt auch ziemlich oft gesagt, hier Lord Vader und manchmal auch Darth Vader. Ja, das mit Lord Vader, das weiß ich auch noch so. Auch. Lustig. Da. So. Die nächste Steinlieferung? Hallo? Gut. Was mir gerade einfällt, was hier die Guten auch noch für einen Vorteil, weil wir haben jetzt zwischen den beiden Folgen, haben Emily und ich ein bisschen diskutiert, so was die Stärken von allen sind und dass die Guten irgendwie so ziemlich unterlegen sind oftmals. Was viele Spezialsachen angeht, weil was zeichnet die Guten aus? Die haben halt hier, die können Bleeden bzw. Tribocke bauen und Getreide haben. Das ist schon ganz cool, aber irgendwie nichts im Vergleich. Und die tafelrunden Ritter finde ich jetzt keinen Ersatz für die mega starken Riesen beim Eis oder die üblen Fledermäuse und die Werwölfe beim Bösen. Aber was mir gerade einfällt, was das Gute auch hat, sind eben diese riesig großen Türme. Die haben halt riesig. Türme mit unglaublich viel Platz, die ewig hoch sind. Das ist noch so ein Vorteil von den Guten. Platz vor allem bei der Höhe, ja. Das Dunkle hat ja auch sehr hohe Türme, aber die kommen von der Platzkapazität hier nicht hin. Da ist auf dem allerhöchsten Teil vom Turm halt nur sehr wenig Platz, da passen nur 2-3 Einheiten drauf. Nee. Das muss trotzdem schön aussehen, ich weiß drauf, dass der PvP ist. Nochmal was? Ich hab mir gesagt, es muss trotzdem schön aussehen. Scheiß drauf, dass hier PvP ist. Hab grad was weggerissen. Ja, ich baue ja auch mehr nach schön aussehen, weil ich finde es einfach schade, wenn man so hingeht und nach brutaler Effizienz baut. Das ist so. Mein Königreich liegt in Ruinen. Was ist Mordred? Das ist Mordred. Fingest du ihn gerade ans Bein oder? Ich mache überhaupt nichts. Ich glaube, der hat sich gerade selbst verletzt oder so. Vielleicht ist das ja, wahrscheinlich ist er gerade die Treppe untergestolpert oder so. Welch schwach, kam die Nachricht bitte auch, ne? Irgend so ein Jagdunfall oder so. Stirbt einfach mal so ein Lord als Ereignis weg quasi, weil er irgendeinen Unfall hatte oder gestolpert ist oder sonst irgendwas. Ja. Euer Lord ist gestolpert. Game over. Was? Da kann ich doch nicht mal was beeinflussen. Ey, ich stelle mir das gerade so richtig fies vor. So baust irgendwie Welle und hast ein altes Zinnensystem oder so und dann baust du irgendwie kein Geländer an. Also euer Lord ist gestolpert. Lasst dir das eine Lehre sein. Warum? Halum. Nein! Halum, ja. So, clever. Das habe ich ja schon ganz vergessen. Das ist ja gewiefter Scheiß. Ja, ich habe ein ziemlich geiles Badesystem entwickelt, ne? Der Mordred hier bei mir, der hat sich halt ein Dorf gekrallt. Und ich habe schon ganz vergessen, dass man hier so auf magische Weise die Ressourcen geschenkt bekommt, wenn man den Handelskarren abschießt. Und der kullert hier die ganze Zeit in Reichweite meiner Türme vorbei. Das heißt, also ich muss das Dorf noch nicht immer einnehmen, ich krieg einfach so die Äpfel. Das ist dann natürlich praktisch. Ja, das ist total super. Machen wir's so. Was für eine Kriegswirtschaft hier drin? Oh, diese Gratis-Ressourcen davon, das ist so geil. Apropos, habe ich eigentlich hier schon... Oh, macht mir automatisch Äpfel.
Gucken, was er da alles so stehen lässt. Ja, hier sind die schon irgendwie vorprogrammiert worden. Ich weiß nicht, warum die bei der anderen Map nicht so waren. Du machst ja gar nichts mit Ruhm und Ehre und so. Nö. Du. So, was sagt das da? 10 Bauern, nehmen wir euch noch aus. Wir müssen 2. Ich habe jetzt noch kein Bier bekommen. Schön, ja, so ein paar Pimmel vorbei, das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich eine Weile, bis es geliefert wird. Gemeine Steuer. Warum gibt's hier keine bösen Steuern? Fürs Böse, böse Steuern, das wäre doch irgendwie ein bisschen unfair, oder? So für die. Das wäre Roleplay irgendwie ein bisschen. Es wäre voll fies, du kriegst für die Guten nur gute Steuern. Gute Steuern. Aber ich brauche noch das gutere Geld. Steuern. Geil, das kannst nur Geld schenken, weil du das gut bist. Das passt da nicht hin, mein Du bist gut, du erhebst keine Steuern. Aber das ergibt doch keinen Sinn. So, jetzt habe ich auch mal nur ein Boot zu. So. Jöbede. Machen wir mal ein bisschen hübsch hier. Gehen in Stellung. Haben wir dann in Bewegung. Alles klar. Arsch! Bereit, Sire. Die Männer sind oh, die hier. Türen, die immer auf und zu gehen. Dann gibt's nämlich die wegreißen, einfach offen lassen. Ich finde die total cool. Aber das quietscht halt immer so rum, als wäre ich auf einem Schiff. Ach ja, du hast ja das Böse. Ja. Ah, ich denke die ganze Zeit, wenn du da von diesem Sound sprichst, denke die ganze Zeit, du spielst Arthur. Mhm. Oh ja, das ist schon wirklich heftig da beim Bösen. Das stimmt. Wie war das nochmal? Es hört sich so an, als würde man eine quietschende Tür aus Fingernägeln über eine Kreidetafel ziehen. Was? Sire, eine Lanzenkiosk wird jeden Moment beginnen. Sie wird euch viel Ehre einbringen. Ja, hier eine Lanzenkiosk, wo auch immer die stattfinden soll, wird bald beginnen. So, woran mangelt es gerade? Es mangelt an. What the fuck ist denn da los? Oh. Was bekümmert Alles klar. euch, Sire? Ach, heil. Produziere ein wenig zu viel Holz. Ich hab zu viel Holz vor der Hütte. Oh nein, was mache ich jetzt? So. Was seid ihr für Fritzen? Sowas. Oh. Aha. Hier war es ja noch im Gegensatz zu Crusader 2 so, dass man von den Wellen aus auf den Keep kommt. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist auch noch. Es macht zwar. Ja, doch. Es kommt halt gerade auf. Es macht schon Sinn im. Falle von wo die Mauer steht. So wenn es ein Ort ist, wo man auch eine Tür reinmachen kann oder einen Durchgang, dann wird schon Sinn ergeben. So. Quietsch. Unsere Sehnen sind gewachst. Ah ja, ich sehe gerade, was meine Streitkolbis meinst. Wie schnell die sind. Mhm. Also im Vergleich zu allem anderen halt. Vor allem, weil die Bogenschützen ja eigentlich auch rennen, aber das, was die machen, ist ja kein Rennen mehr. Das ist ja irgendwie. Mordred, was machst du da für Fiesimatenten? Die Streitkolbis sind einfach gegen. Guck mal den roten Mordred an. Der hat seine Waffenkammer genau da gebaut, wo er eigentlich seinen Turm haben will. Also ein bisschen derp sind die da schon so. Ja, stimmt, der Mordred macht's richtig hier bei mir. Voll unfair, dein Mordred funktioniert gar nicht richtig. Was? Ich bin der zweitgrößte, hast du mich eingeholt? Ja, ich bin größer, auch wenn man es nicht nachgucken kann, aber es wird schon irgendwie stimmen, wenn er Schäm das dich. So sagt. Ah, da ist der Rang, König. Ich glaube mal, ich nehme mal an, dass diese Ränge Technologiestufen sind. So abgibt. Ja, genau, dass du andere Dinge bauen kannst.
Ach, das meint der Mordor mit der Nachricht. Der schickt mir jetzt einen Hexenmeister. Beliebtheit sinkt. Ja, hoffentlich kein Schlager. Haha. Gut, ich finde das haben recht schön. Wo kann ich ihn noch rum mit ihrer farmen? Oh nein, Fledermäuse. Nein, nein, geht weg. Seid doof. Nein. Haha, was auch immer du betreibst, aber haha. Immer diese Fledermauses. Immer diese Batman. Frag mich eh, was man sich dabei gedacht hat. Warum explodieren Fledermäuse einfach mal so? Ja, das ist echt richtig Rotze, diese Fledermäuse. Ach nö. Eure Beliebtheit steigt. Sind bereit. Es geht los. Yay. Yay. Wir vertrauen auf euer Urteil. Ich folge eurem Banner. Galoppiert! Der Weg ist versperrt. Reiten wir. Boah, fuck. Das gibt's ja auch. Das gibt's auch. Es gibt ja auch Flammenwerfer hier, merke ich gerade, was das Böse bauen kann. Ja, ja. Kannst du so schön an die Wand tackern. Oh, apropos tackern. Hey. Was der an Fallen baut, ist auch nicht übel. Mordred. Leitern bereit. Hast du bist gerade ein paar reingelaufen? Ich versuche gerade hier Mordred zu stürmen, aber irgendwie sagt er nein. Ich sehe gerade, wie du erfolgreich bist. What? Fick dich! Ach, hat bei dir angezündet. Ja! Ey, das gibt's doch nicht. Man sieht auch so gar nicht, was hier alles. Lässt du mal den Eine Nachricht von Mordred. Es sieht aus, als würde eure Burg fallen, mein Lord. Halt die Fresse, Mordred. Von Mordred. Ich schmach. Ach, die hat halt auch die Nachricht geschickt. Ach, so glaube ich. Das ist irgendwie, ich merke gerade, da ist irgendwie so ein Kalif. So Feuer, Fall, alles Mögliche, um einen auf den Sack zu gehen. Was? Ja? Macht den Streitkolbenkämpfern. Zack, zack. Achtung! Sollen wir jemanden schlagen? Sire, aufs Schnellste! Oh. Meine Fresse, aber das ist für Lust gemacht. Ein Scheiß. No. Bodenwort. Ja nicht. Auch nicht. Auch nicht. Hä? Ach so. Ja, das ist Mietowurstsuppe. So. Vor allem, wie viele Armbusschützen der hat. Da hat er fast nur Armbusschützen hier. Ja, ja. Ach, das ist manchmal süß. Machen wir es eben auf diese Weise. Ach du kleiner Pimmel, das gibt's doch nicht. Die machen mir alles kaputt. So. Mehr Esse.
Wieso habe ich so das Gefühl, dass es ein Deck ist und ich gleich unglaublich viel Bier bekomme? Oder. Ne, hä? Ach, Platz! Das Vorratslager kann voll werden? Ja. Oh Gott. Seit wann war das schon so? Zerstört unsere Gebäude. Hossa. Ja, baut halt da ziemlich was aus.